Ein wirklich irres Spiel, das durften die Fans der ersten Männermannschaft des LHV Hoyerswerda am vergangenen Samstag miterleben. Die Handballer der Zuse-Stadt gewannen nicht nur ihr letztes Heimspiel gegen den KJS Dresden mit einem knappen 25:24, sondern auch die Bronzemedaille in der Sachsenliga-Saison 2022-23. Dem Sieg zum Greifen nah sorgte der Druck schon zu Beginn des Spiels offensichtlich für ordentlich Anspannung unter den Spielern. Vor allem im Angriff machten die LHVer zu viele einfache Fehler. Allein der stabilen Abwehr und einem gut aufgelegten Henry Schacht war es zu verdanken, dass man trotzdem bis zur 20. Minute führte. Dann kamen die Gäste aus Dresden jedoch langsam wieder heran und konnten einen zwischenzeitlichen 7:4 Rückstand in eine 11:12 Führung kippen. Die Nervosität auf Seiten der Zusestädter war groß, denn auch zur Halbzeit lagen sie noch mit 12:13 zurück. Nach der Pause und einem ordentlichen Appell des Trainerteams Kannbeck-Untermann an den Kampfgeist der Mannschaft konnten sich die Männer aus Hoyerswerda 10 Minuten später ihre Führung zurückerkämpfen. Bis kurz vor Schluss bauten sie diese weiter aus und schleppten sich mit einem Punkt Vorsprung und purer Willenskraft durchs Ziel. Ich habe mir wirklich ein bisschen mehr erhofft, aber man hat eigentlich wirklich bei den Jungs halt gemerkt, die sind doch völlig platt und satt. Und dieser Druck mit dem direkten Verfolger beim Böhler hat wahrscheinlich in vielen Köpfen gehangen. Dadurch war so eine kleine Handbremse drin. Anschließend feierten Mannschaft und Fans aber trotzdem den gewonnenen dritten Platz, aber auch das ausscheidende Trainerteam. Alexander Kannbeck, Spielertrainer, wird das Team zukünftig wieder ausschließlich als Spieler verstärken. Rainer Untermann wird nun nach vielen Jahren als Trainer seinen Ruhestand genießen. Er verabschiedete sich am vergangenen Samstag und bekam sogar noch ein Geschenk. Auch er begleitete das Team der Hoyerswerda durch die durchwachsene Saison. Die Männer blicken aber durchaus zufrieden, vor allem auf die letzten Monate zurück. Wir haben uns aber als Team zusammengerauft, haben Vertrauen in das neue Trainerteam gegeben. Dann ist mit Rainer Untermann eine neue Komponente dazu bekommen, die uns noch besser gemacht hat. Und besonders für unsere Fans hier vor Ort. Wir haben hier nur ein Spiel verloren, das gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer Blauen. Glückwunsch da nochmal an der Stelle. Und wir sind hier zu Hause in der Macht. Und ich bin stolz auf das Team. Jeder Einzelne hat hier einen Sprung nach vorne gemacht. Und so kann nächstes Jahr was ganz Besonderes hier starten. Aber vor allen Dingen Respekt an Alex und das Trainerteam. Danke. Mit dem letzten Spiel am Samstag endete in Hoyerswerda die diesjährige Handballsaison. Beim LHV Hoyerswerda übernimmt im kommenden Jahr der neue Trainer Petr Massat.